Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. In diesem Video soll es mal um das Zeichnen mit FreeCAD gehen. Bei der Installation von KiCad wird ja FreeCAD als Installation mit angeboten. Die Zeichenwerkzeuge von FreeCAD sind wesentlich umfangreicher als die von KiCad und ich benutze FreeCAD also hier zum Zeichnen von Frontplatten bzw. auch zum Zeichnen von Footprints. Vorgehen ist das Gleiche. Ich möchte mit euch heute meine 19 Zoll Frontplatte zeichnen und dazu habe ich also mir hier jetzt FreeCAD 021.2, ist die aktuelle Version, gedownloadet und installiert. Der Installationsablauf ist Windows-typisch entsprechend hier durchgeführt. Und wenn wir das erste Mal starten, sehen wir diese Oberfläche. Wir sind also jetzt hier in dieser Oberfläche. Wir können hier einige Beispiele laden. Mache ich jetzt an der Stelle nicht. Ich mache hier mal eine neue Datei auf. Da sehen wir, dass wir hier erstmal nichts sehen, denn wir müssen uns jetzt mal in die richtige Arbeitsumgebung begeben. Wir haben also hier oben Arbeitsumgebungen. Hier sind verschiedene Arbeitsumgebungen schon vorgegeben, zum Beispiel eben die Architektur, Arbeitsumgebungen, Belastungssimulation und dergleichen, Part Design, Detektor zum Zeichnen von technischen Zeichnungen etc. Und was wir brauchen, ist hier die Part Design Workbench. Wir wollen also einen Körper erstellen, also eine Frontplatte ist in dem Sinne ein Körper. Und wenn wir die auswählen, kommen wir hier drauf. Wir haben den Körper. Wir klicken den jetzt mal an. Wir sehen jetzt hier als Aufgabe oder in dem Moment, wie ich Körper anklicke, wird hier ein Körper erstellt, ein neues Teil. Und jetzt möchte ich diesen Körper zeichnen und das tue ich hier als parametrisches CAD-Programm, wie FreeCAD ausgelegt ist, mit einer Skizze. Wir klicken da mal drauf und dann sehen wir hier diese Auswahl. Jetzt teile ich mit FreeCAD, auf welcher Ebene ich zeichnen möchte. Wir wählen grundsätzlich XY-Ebene aus. Das hat den Hintergrund, wenn ihr XZ oder YZ auswählen würdet, würde KiCad Probleme haben mit der Darstellung, weil für KiCad als zweidimensionales Leiterplattenprogramm bewegt sich alles auf der XY-Ebene. Und in dem Moment, wie ihr jetzt XZ auswählen würdet, würde dann die Darstellung als exportierte Grafik, was machen wir nachher gleich, wenn wir fertig sind, eben nicht mehr korrekt dargestellt werden im KiCad. So, wir wählen also die XY aus, klicken da einmal drauf und dann sind wir in unserem Zeichenwerkzeug in der Skizze oder im sogenannten Sketcher. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier unten die sogenannten Einschränkungen. Jede Skizze muss ich ja irgendwie einschränken. Das heißt, wenn ich etwas zeichne, muss ich ja irgendwo ein Maß vergeben. Das mache ich also dann hier. Dann haben wir hier oben unsere Zeichenwerkzeuge. Mit diesen Grundformen kann ich also jetzt hier alle möglichen Körper zeichnen und auch entsprechend weiter bearbeiten. Dann haben wir hier unten den Mittelpunkt. Das ist der Mittelpunkt der Welt. Hier beginnt alles unsere Zeichnungen. Und mit diesem Mittelpunkt oder auf diesen Mittelpunkt bezieht sich dann in letzter Instanz alles in FreeCAD. Und darauf werden wir uns nachher kommen wir gleich zurück. So, als erstes wollen wir mal anfangen zu zeichnen. Eine Frontplatte 19 Zoll ist in der Regel rechteckig. Also wir wählen hier mal Rechteck oder Viereck aus und zeichnen uns das mal einfach irgendwo hin. Maße sind jetzt erstmal völlig irrelevant. Dann hat unsere 19 Zoll Frontplatte noch ein paar Bohrungen. Bohrungen sind in der Regel Kreise. Die legen wir uns mal schon in diese Ecken, wo wir sie ungefähr brauchen. So, hoppala. Das sind jetzt unsere Bohrungen, mit denen wir dann die Frontplatte am Rack befestigen. Dann wollen wir natürlich noch ein paar Bauelemente einfügen. Das heißt, wir wollen hier mal einige Regler einfügen. Das machen wir dann gleich. Und wir wollen, hoppala, also einige Regler einfügen auf der linken Seite hier drüben. Und hier rechts wollen wir mal noch zwei Sub-D-Buchsen einfügen. Zeige ich euch gleich, wie wir das machen. Dann legen wir uns schon mal so ein paar Sachen hin. Im Prinzip genauso, wie wir das schon bei KiCad. So, soweit erstmal so gut. So, jetzt müssen wir als erstes mal, oder jetzt können wir uns mal anschauen, wir sehen hier, ich kann das jetzt hier alles in irgendwelche Richtungen bewegen. Auch die Kreise hier kann ich belegen und das muss ich natürlich beschränken. Wir sehen hier,
diese sogenannten 29 Freiheitsgrade, weil hier eben noch nichts beschränkt ist. Zuerst möchte ich mal, dass dieses Rechteck sich hier symmetrisch zu diesem Punkt verhält. Das wähle ich hier oben über dieses Werkzeug aus, eine Symmetrie festlegen oder über die Taste S. Dann wähle ich hier, dadurch, dass wir die Diagonale nehmen am besten, dass wir hier Diagonale symmetrisch festlegen auf den Mittelpunkt, also diesen Punkt aus, dann diesen Punkt aus und immer als letzten, worauf ich mich beziehen möchte. Wir sehen, wenn ich hier mit der Maus drauf gehe, wird dieser Punkt hier so ein bisschen gelb. Das heißt, er wird gefangen und wenn ich jetzt drauf klicke, liegt jetzt unser Rechteck symmetrisch auf diesem, zu diesem Punkt über die Diagonale. Ich kann jetzt zwar hier noch nach oben und unten schieben und nach rechts und links, aber ich kann das Ganze eben hier nicht mehr wegbewegen. Es liegt immer symmetrisch oder bleibt immer symmetrisch zu diesem Mittelpunkt unserer Rechteck. So, jetzt wollen wir natürlich noch eine Breite und eine Höhe eingeben. Dann wählen wir mal diese Linie aus und mit der Taste I wähle ich das senkrechte Bemaßungswerkzeug aus. Das ist dieses hier. Vertikaler Abstand festlegen, den gebe ich ein. In FreeCAD sind grundsätzlich die Millimeter eingestellt, erstmal in der Grundeinstellung. Ich mache das aber mal, oder ich zeige euch, wie man auch mit Zoll arbeiten kann. 1,75 Zoll, das sind die Anführungszeichen. Dann aber bitte das Millimeter weglöschen. Und wenn ich das eingebe, rechnet das KeyCAD automatisch um in diese 44,45 mm. Ich muss also nicht erst umrechnen, sondern ich kann auch Zollwerte direkt eingeben. Dann haben wir mit der Taste L das horizontale Bemaßen. Das ist dieses Werkzeug hier oben oder beschränken. Wir gehen mal hier drauf und sagen jetzt 19 Zoll. Wieder nicht vergessen, die Millimeter weg. Und wir haben automatisch 482,6 mm. Jetzt müssen wir unsere Kreise hier irgendwie hier rüber kriegen. Das heißt, wir brauchen diese Kreise erst einmal in unseren Ecken. Aber vorher, ihr seht, ich habe die jetzt hier schon versehentlich mal groß gezogen. Machen wir erstmal Folgendes. Diese Bohrungen sollen ja alle gleich sein. Und gleich ist diese Einschränkung. Das heißt, wir wählen erstmal den ersten Kreis an. Ich zoome hier nochmal ein bisschen rein, da wird das so grün unterlegt. Ich halte die Steuerungstaste gedrückt, wähle den zweiten, den dritten und den vierten Kreis. Das sind also unsere Außenbohrungen. Die anderen hier drin für die Regler, die haben dann andere Durchmesser. Die wollen wir nicht gleich machen, sondern nur diese vier haben wir also den gleichen Bohrdurchmesser. Wir sagen hier eben gleich oder die Taste E und jetzt sind die alle gleich groß. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier dran ziehe, werden die also im Durchmesser alle gleich geändert. Wir brauchen natürlich noch einen Durchmesser, den können wir jetzt hier angeben, einen Radius oder eben einen Durchmesser. Das kann ich hier auswählen, Radius, Durchmesser oder einen automatischen Radius. Wir nehmen mal den Durchmesser und sagen jetzt hier 6,2 mm für eine M6-Schraube, dass wir die dort durchstecken können. Und dann sind unsere Kreise exakt 6,2 mm. Wie kriegen wir die jetzt in die Ecken? Wir müssen also unsere Bohrpunkte hier festlegen und dazu gibt es in FreeCAD die Möglichkeit, sogenannte Hilfslinien anzuzeigen oder einzustellen und Hilfsdinge zu zeichnen, die dann im eigentlichen Körper nicht angezeigt werden. Dazu schalten wir hier oben auf die sogenannte Hilfsgeometrie um. Das sehen wir hier oben mit diesem Button. Und wenn ich hier draufklicke, wird das alles blau. Blau zeigt uns immer an, dass irgendwas eine Hilfsgeometrie ist, die also nicht mit im Körper auftaucht. So, wenn ich die jetzt hier drin habe, muss ich meine Bohrungen hier nach innen versetzen und dann habe ich hier schon mal geschaut, die Bohrungen sind also von diesen 0,625 Zoll von dieser Ecke weg. Das heißt, wir wählen wieder die Taste I, geben mal also unser Maß 1 zwischen diesem Punkt und diesem Punkt und das sind also 0,625 Zoll und dadurch, dass das ja, dadurch, dass wir die Mitte benötigen, also diese Schraubbefestigung im Rack Mount ist 0,625
breit in ganz in der Gesamtheit und die Bohrung liegt in der Mitte davon, von diesen 0,625 Zoll. Das heißt, wir müssen also die Hälfte nehmen, wir teilen das Ganze durch 2. Ich kann auch hier gleich direkt rechnen. Ich muss hier also nicht extra mit dem Taschenrechner irgendwas machen, sondern ich kann hier auch Berechnungen direkt eingeben. So, dann haben wir jetzt hier eine senkrechte Bemaßung. Das war jetzt mein Fehler. Wir müssen natürlich in der horizontalen reingehen. Also wir gehen nochmal zurück. Quod erat demonstrandum. Man sollte natürlich das richtige Werkzeug auswählen. Wir brauchen das horizontal bemaßen. Also hier horizontal gehen wir da hinein und machen nochmal 0,625. Das Ganze im Zoll geteilt durch 2, die Hälfte Millimeter machen wir mal wieder weg. Und dann haben wir also den richtigen Abstand von unserem Element. Und wir gehen jetzt noch her. Unser Viereck kann ich jetzt hier noch, wenn ich mit Rechtsklick beende, noch alles irgendwo hinbewegen. Das wollen wir natürlich nicht. Auch das soll hier wieder symmetrisch liegen. Das heißt, wir wählen die Taste S oder unser Symmetriewerkzeug hier oben aus. Und sagen, wir wollen auch hier wieder unser Rechteck symmetrisch zu diesem Mittelpunkt legen. Wir wählen wieder unsere über die Diagonale aus und sagen jetzt hier Enter. Und damit ist unser Rechteck hier schon fast beschränkt. Das heißt, ich kann hier nicht mehr in der Weite weg, aber ich kann hier noch in der Höhe. Das heißt, wir brauchen also noch diese Höhe und die finden wir auch in unserer Vorlagenskizze. Und zwar sind das 1,25 Inch oder Zoll. Wir gehen also jetzt hier wieder mit dem Werkzeug I drauf. Ich kann die vorher auswählen und dann die Taste I drücken. Dann kommt hier gleich entsprechend diese Auswahl. Und dann gehen wir hier an 1,25 Zoll, Enter. Und damit ist unser Element jetzt soweit beschränkt. Das heißt, mein Hilfsviereck kann ich jetzt hier nicht mehr bewegen. Wenn ich hier drauf gehe, wird so eine Markierung gelb, dann kann ich die entsprechend wegbewegen. Wenn ich hier auf die Zahl gehe, kann ich mir das hier ein bisschen also schön machen und das alles ein bisschen zur Seite ziehen, um einfach die Übersicht zu wahren. Und wenn wir jetzt weitergehen, jetzt müssen wir also unsere vier Punkte auf diese Eckpunkte bringen. Da sitzen dann unsere Bohrungen. Das machen wir hier in einer Einschränkung Koinzidenz. Punkt zu Punkt. Das heißt, wir legen die hier drauf, wählen jetzt hier unseren Punkt von diesem Mittelpunkt und den wollen wir hier drauflegen. Und springt unser Kreis hier hin. Wir wählen diesen Punkt aus, setzen den mal hier drauf. Und dasselbe machen wir hier für die rechte Seite. So, jetzt haben wir schon mal unsere Bohrungen. Jetzt wollen wir hier noch einige Regler anwenden, also mal so Trimmerpotties, die wir in die Fronteinbau machen. Das heißt, dieser Kreis soll jetzt mal hier auf diese Linie. Das heißt, das mache ich hier über diesen Punkt auf Objekt festlegen oder mit der Taste O. Ich wähle das hier an, wähle also jetzt meinen Mittelpunkt und lege den einfach mal hier auf die Linie. Jetzt kann ich diesen Kreis hier noch größer machen. Ich kann ihn auch noch mal links und rechts verschieben, aber nicht mehr nach oben und unten. Dann gehen wir gleich noch mal mit der Taste R einen Radius oder einen Durchmesser an. Dann machen wir mal, was nehmen wir? Machen wir noch mal 5,2 mm als Beispiel. Das wäre jetzt unser Durchmesser vom Potti, den wir da ein, was wir da einbauen wollen, was wir dann Durchsteckmontage machen. Dann schieben wir unser Kreis mal hier ein bisschen rüber. Dann lege ich jetzt mal willkürlich fest, wir wollen noch einen Abstand haben von dieser Ecke zu dieser Ecke von 50 mm. Jetzt kann ich auch in Millimeter arbeiten. So, und wir wollen jetzt mehrere davon haben, also von diesen Bohrungen machen wir mal 5 Stück. Dazu könnte ich jetzt 5 einzelne Kreise zeichnen und das hier entsprechend festlegen. Das machen wir natürlich anders. Wir wählen diesen Kreis mal an. Möchte ich euch noch dieses Tool zeigen hier. Das ist sogenanntes Array anlegen. Das heißt, ich sage jetzt mal Enter. 5 solche
Spalten wollen wir haben, Zeilen wollen wir eine haben. Also ich könnte jetzt auch zwei Zeilen machen, da würde das dann untereinander sitzen, also wenn ich noch mehr brauche. Wir wollen aber hier fünf Bohrungen einfach in dieser Reihe anlegen. Und das machen wir einfach mal. Jetzt habe ich hier eine Auswahl. Ich klicke jetzt hier erstmal, ich ziehe das mal ein Stückchen nach drüben und lege das einfach mal ab. Beende das Werkzeug. Wir sehen, das liegt jetzt hier irgendwo frei im Raum. Als erstes wollen wir mal hier den Abstand einschränken. Wir sehen, das ist jetzt 51,6. Doppelklick drauf. Wir wollen die alle im 50 mm Abstand haben. Und wir sehen jetzt hier noch einen Winkel. Ich zoome mal hier ran. Das ist jetzt ein Winkel von 5,1 Grad. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auf dieser Mittellinie bleiben. Also geben wir hier in dem Fall mal 0 Grad ein. Und wir sehen, damit wird das jetzt hier sauber abgelegt. Im Zweifel immer mal ein bisschen rein oder rauszoomen. Dann kriegt man das hier schön damit hin. So, dann haben wir also unsere fünf Regler, die wir da haben. Und jetzt ziehen wir uns hier mal noch den ganzen Spaß rüber für eine Sub-D-Buchse, indem wir das einfach mal hier alles nach drüben bewegen. Na. So, und dann mache ich mir hier mal die Darstellung für Sub-D-Buchsen auf, meine technische Zeichnung. So, als erstes wollen wir diese beiden Bohrungen für die Sub-D-Buchse, das ist jetzt also der Ausbruch für die Sub-D-Buchse, muss ich dazu sagen. Ich wähle hier meine beiden Kreise an, sage mit der Taste E, wir machen sie gleich. Mit der Taste R wollen wir dann wieder einen Durchmesser begeben. Sagen wir hier mal 3,2 mm, das ist die Bohrung. Dann gehen wir auf die Taste L für den Abstand. Das ist bei einer neunpoligen Sub-D-Buchse, ist der Abstand hier 25 mm. Dann wollen wir mit der Taste O auf unser Objekt festlegen. Also das heißt, wir setzen wieder unseren Kreis hier auf die Mittellinie drauf. Dann ziehen wir uns mal hier oder bewegen mal unser Rechteck. Das wird also unser Ausbruch dann hier nach drüben. Hier vergeben wir mal eine vertikale Beschränkung von 10 mm, dass die dann durchpasst. Und wir machen die Breite mit der Taste L auf 19 mm. Hoppala, wir sehen, jetzt haben wir hier einen Fehler gehabt. Ich hatte also was Falsches ausgewählt. Wir wählen erst das Werkzeug aus in der Breite mit der Taste L oder über die entsprechenden Buttons hier oben. So, jetzt geben wir hier mal die 19 mm ein und schieben den ganzen Spaß mal hier in diese Richtung. Dann haben wir bei 10 mm soll also das hier mittig sitzen. Das heißt, wir geben einen mittleren Abstand hier von zur Mittellinie ein, auf diesen Punkt bezogen von 5 mm. Ja, man sollte das richtige Werkzeug auswählen. Also natürlich Taste I wählen, nicht Taste L. So, also wir wollen hier hin und jetzt wollen wir unsere 5 mm haben. Das heißt, jetzt sitzt unser Ausbruch entsprechend hier drin. So, jetzt kann ich hier noch hin und her schieben. Das wollen wir natürlich auch noch ändern. Das heißt, wir haben jetzt von 19 bis 25 mm sind 6 mm. Das heißt, wenn wir jetzt hier von diesem Punkt ausgehen, beziehungsweise von diesem Punkt sind das also immer jeweils 6 mm. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal hier eine Bemaßung von 3, die Hälfte. Und dann sollte jetzt an und für sich dieses Viereck auch hier entsprechend mittig sitzen. Können wir nochmal prüfen. Wir wählen nochmal unser Werkzeug aus, gehen nochmal hier drauf.
Dann sehen wir das 3 mm. Wir sehen, im Hintergrund wird jetzt schon das Ganze hier orangefarben. Das wäre jetzt eine sogenannte doppelte Bemaßung, eine überflüssige Randbedingung. Das wollte ich euch an dieser Stelle gleich mal zeigen. Ich kann aber auf diese Art und Weise kurz und schnell prüfen, ob das alles meine Maße stimmen. Aber wir sehen, das ist jetzt also überflüssig. Deswegen gehen wir hier auf Abbrechen und dann wird das wieder auf dieser wieder normal dargestellt. So, jetzt müssen wir natürlich, ich kann das jetzt hier noch in der Weite verschieben. Wir geben mal einen Abstand ein. Wir wollen also diese Mitte hier, wollen wir 70 mm von der Ding weg haben. Diese Mitte, wie kriege ich die jetzt raus? Das heißt, ich gehe jetzt hier her und sage, ich möchte einen horizontalen Abstand haben vom Mittelpunkt zu diesem Mittelpunkt. Und der möge sein 70 mm minus die Klammer auf 19 die Hälfte, halt 25 die Hälfte, also 25 durch 2. Das seht ihr, also ich kann hier also durchaus auch mal eine kompliziertere Berechnung machen. Aufpassen bei Punkt- und Strichrechnung, was dann entsprechend vorgeht, entsprechend dann mit den Klammern arbeiten. Und dann haben wir jetzt hier diese 57,5 mm. Und wer hätte das gedacht? Die Hälfte von 25 sind 12,5. Und 57,5 plus 12,5 sollten dann eben 70 mm sein. Das heißt, diese Mitte jetzt hier von unserem Ausbruch sitzt 70 mm vom Mittelpunkt entfernt. So, dann ist das hier Ganze hier schon beschränkt. Jetzt wollen wir aber noch was machen. Und zwar möchte ich euch noch mal das Spiegeln zeigen. Wir haben jetzt also unseren Ausbruch für diese Sub-D9 mm Buchse gezeichnet. Und wenn wir jetzt hier daneben noch eine haben möchten, könnten wir zum Beispiel spiegeln. Wie machen wir das? Wir gehen also hier oben in unsere Hilfskonstruktion oder wir sind schon in der Hilfszeichnung drin. Wir erstellen uns mal eine Linie, die legen wir einfach mal hier hinein, indem ich hier draufklicke und hier unten draufklicke. Wir sehen, wenn ich hier so ein bisschen hin und her wackel, sehen wir dann schon, werden automatische Beschränkungen angezeigt, nämlich dass der Punkt jetzt hier auf dieser Linie eingezeichnet wird. Das ist dieser Halbkreis mit dem Punkt drauf. Und senkrecht bedeutet, dass diese Linie gleich senkrecht wird. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter rausgehe, verschwindet das. Dann könnte ich jetzt hier einen Winkel angeben. Ich will die aber senkrecht haben. So, ich lege das mal ab und jetzt wird automatisch eine senkrechte Linie gezeichnet. Und wir sehen es jetzt hier, dass an diesem senkrechten Strich und wir sehen hier oben durch diesen Halbkreis und den Punkt, dass diese Linie eben auch, also diese Punkte eben auf diesen Linien drauf liegen. Und jetzt gehen wir nochmal her. Wählen hier nochmal einen Abstand aus. Wir sagen mal, wir wollen hier zu dieser sogenannten Spiegelachse einen Abstand von 30 mm. Das heißt, wenn ich jetzt um diese Spiegelachse das hier alles spiegle, würde das also hier wieder 30 mm von dieser Achse in diese Richtung weggespiegelt werden. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Wir wählen mit der Steuerung wieder unseren Kreis aus, unser Viereck aus. Beziehungsweise machen wir es anders. Ich kann hier auch markieren. Ist wie im KiCad von oben links nach unten rechts, muss alles komplett eingeschlossen sein, was im Fenster liegt. Dann wird es ausgewählt. Wieder von unten rechts nach oben links ist es egal. Dann wird das ausgewählt, was nur berührt wird, so wie im KiCad schon mal gezeigt. Ich wähle also jetzt hier diese drei Elemente aus, sind jetzt ausgewählt und jetzt drücke ich noch die Steuerungstaste. Wähle zusätzlich hier unsere senkrechte Linie aus, dass die auch noch angewählt ist und sage jetzt hier oben mit diesem Werkzeug Symmetrie erzeugen oder eben spiegeln und dann wird meine KiCad oder meine Buchse jetzt hier direkt nach rechts gespiegelt. Allerdings muss ich jetzt aufpassen, wir sehen jetzt hier wieder 8 Freiheitsgrade. Durch dieses Spiegeln muss ich jetzt wieder hier entsprechend beschränken. Das tun wir auch gleich mal. Wir gehen dann hier drauf. Also mit I wieder senkrechte Beschränkung, 10 mm, mit L die waagerechte Beschränkung. Dann haben wir das hier festgelegt. Dann können wir jetzt hier noch mit der Taste R
den Radius anwählen. Dann, ja, der Durchmesser hat er übernommen, der bleibt sich gleich. Was brauchen wir noch? Wir brauchen aber noch den Abstand. Also ihr seht, manche Maße werden beim Spiegeln übernommen. Dann wird das unter Umständen eine, ah, ja, sehen wir es, okay, dieser, hier hat er gemeckert, ihr habt es gerade vor uns gesehen, wurde es also überflüssige Randbemaßung, weil eben durch das Spiegeln jetzt dieser 3,2 mm wird natürlich hier rumgeklappt und dann muss ich diesen Kreis hier beschränken und wird auch der andere hier mit auf 3,2 mm gesetzt, weil wir hatten ja hier die Gleichheitsbeschränkung. So, was haben wir noch? Dann benötigen wir noch die Maße. Achso, wenn ich jetzt mal rein und raus zoome, ja, und ich komme nicht irgendwo dahin, wo ich hin möchte, kann ich die rechte Maustaste gedrückt halten und das Bild hier dann ziehen. Das auch noch kurz angesprochen. So, wir brauchen jetzt noch die 3 mm und die 5 mm hier für das Viereck. Das heißt, wir brauchen jetzt hier noch den Abstand von 3 mm und den senkrechten Abstand von 5. So, und dann sollten wir noch die 25 mm eingeben. Dann müsste das hier so langsam, aber sicher alles voll sein. Was haben wir noch? Zwei Freiheitsgrade. Normalerweise, ah, wir brauchen also noch die Beschränkung auf die, auf das Objekt. Das heißt, wir setzen jetzt nochmal diesen Punkt hier drauf. Und diesen Punkt setzen wir auch noch drauf. Jetzt wird unsere ganze Skizze grün und damit hätten wir also unsere Frontplatte erst einmal gezeichnet. Wir sagen jetzt schließen. Jetzt liegt unsere Frontplatte hier da und das ist jetzt natürlich, sind ja nur Linien. Wir wollen das natürlich als Material ausführen, als 3D-Körper. Und da werden wir jetzt hier gefragt, wollen wir das jetzt aufpolstern oder eine Tasche ausmachen? Wir wollen das jetzt aufpolstern. Also wir sehen, jetzt wird das aufgepolstert aus dieser Skizze und wir nehmen hier 3 mm Aluminium. Das nehmen wir mal an. Also diese 10 mm sind Standard. Daraus machen wir dann mal 3. Und sagen, okay, und wenn ich jetzt hier mit der linken Maustaste anfasse und das ganze Element bewege, kann ich mir das jetzt hier in jeder Richtung anzeigen lassen. Also wir haben jetzt eine 19 Zoll Frontplatte mit einer Höheneinheit, mit diesen rechten und linken Bohrungen, um das am Rackmount zu befestigen. Dann könnten wir jetzt hier 5 Drehregler einbauen und eben hier die Aussparung für zwei neunpolige Sub-D-Buchsen. Wenn ob das bei euch hier dieses Zeigen mit der linken Maustaste und dergleichen nicht funktioniert, dann hier noch der Hinweis, dann bitte hier die Gesture auswählen. Ja, ich könnte jetzt hier auch andere Bedienungen einstellen mit der Maus, zum Beispiel CAD, dann funktioniert das hier nicht mehr. Dann muss ich nämlich das die Steuerungstaste und die rechte Maustaste, glaube ich, halt Steuerungstaste und die linke Maustaste, dann kann ich mir es in 3D anschauen, drücken, wenn ich hier CAD einstelle. Und wenn ich hier Gesture einstelle, kann ich mir das Drücken der Steuerungstaste sparen und habe dann also eine andere Mausbedienungsmimik hier hinterliegen. Wer sich zum Beispiel mit Blender beschäftigt, könnte jetzt hier auch Blender oder andere CAD-Programme einstellen. Einfach um die Bedienung zu erleichtern für die Bedienung von FreeCAD, um das eben schneller reinzukommen in die Bedienung und die gewohnten Abläufe beibehalten zu können, wenn man von anderen Programmen kommt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.